Abend, liebe Leute. Entschuldigt die schlechte Qualität der Kamera, aber geht leider im Moment nicht anders. Ja, es gibt Neuigkeiten. Neue Schikanen der Polizeiwache Lütgendortmund. Klaus und ich, wir haben heute Abend Flyer verteilt für seine Homepage. Ja, wir haben auch einen Teil der Flyer aufgehängt. Klaus hatte wohl gestern schon welche verteilt, aber die wurden irgendwie wohl wieder abgerissen. Also habe ich ihm heute dabei geholfen. Ja, und wir sind direkt von der DSW angesprochen worden. Beziehungsweise ein Ansprechen war das nicht. Die waren richtig dreist und frech und haben uns direkt gedroht. Wildes Plakatieren wäre verboten. Und dann habe ich sie gefragt, ob sich jetzt jeder Mensch in Deutschland strafbar macht, der seine Katze sucht. Und da sagte der Mensch von der DSW, nein, seine Katze suchen wäre erlaubt, aber für eine gute Sache anzukämpfen ist anscheinend hier in Dortmund verboten. Und er hat wortwörtlich gesagt, die Polizei, Wache Lütgendortmund, hat schon einige Flyer wieder abgerissen. Ich weiß nicht, liebe Leute, wie ihr das seht, aber für mich ist das wie ein Schuldeingeständnis. Ja. Weil wenn die Polizei objektiv wäre, dann würden sie das doch als gute Sache ansehen. Warum reißen sie dann die Zettel ab? Und die DSW, die hätte uns ja auch einfach darüber informieren können, dass wildes Plakatieren verboten ist. Aber der junge Mann und die junge Frau, die uns angesprochen haben, haben uns direkt mit der Polizei gedroht. Der junge Mann hatte sogar schon ein Handy in der Hand und wollte die Polizei rufen. Ja. Also ein normales Verhalten ist das für mich und nicht. Er hat gesagt, er hätte uns fotografiert. Genau, und das ist auch wieder so eine Sache. Wenn wir zu Beweiszwecken unsere Stalkerin filmen, dann werden wir, oder hauptsächlich ich, angezeigt, weil das ja verboten ist angeblich. Aber wenn die DSW das macht zu Beweiszwecken, dann ist das anscheinend erlaubt. Das ist wieder das, was Klaus gesagt hat. Ne? Dortmund hat hier ihre eigenen Gesetze. Ja. Naja, liebe Leute, es ist im Prinzip egal, ob die uns das verbieten oder nicht. Mir war das nicht bewusst, dass das verboten ist, sonst hätten wir das ja gar nicht gemacht. Aber gut, dann hören wir jetzt mit dem Flyer verteilen auf. Ändert aber nichts daran, dass wir schon in ganz Dortmund in jedem Stadtteil Flyer verteilt haben, beziehungsweise der Klaus. Ich habe ihm ja erst seit heute geholfen, weil ich vorher keine Zeit hatte. Aber es ist auch in den Nachbarstädten schon Flyer verteilt worden und im Sauerland sind auch schon einige verteilt worden. Ja, also wir haben heute gesehen, oder der Klaus hat gesehen, dass auf seiner Homepage schon fast 800 Aufrufe sind, obwohl er die Homepage wohl erst seit ein paar Tagen hat. Also ja, ungefähr eine Woche. Ja, gut, auch gut. Ja. Aber auf jeden Fall bringt denen das überhaupt gar nichts, die Flyer wieder abzureißen. Naja, anscheinend hat sich die Korruption jetzt wohl nochmal ausgeweitet, weil meiner Meinung nach steckt die DSW da oder zumindest die beiden auch mit da drin. Weil, wie gesagt, normales Verhalten ist das nicht. Die hätten uns ja sagen können, das ist verboten, das geht so nicht, das könnt ihr nicht machen. So, aber das Verhalten, das war ja schon richtig bedrohlich von ihm. Ja. Naja gut, auf jeden Fall wollten wir euch über die neuesten Schikanen informieren und es ist definitiv klar, wir lassen uns hier nicht einschüchtern. Ich finde es nur ganz interessant, dass ein sechsköpfiger Lachs mehrere unheimliche Falschaussagen machen kann, unter Eid schwören kann, dass wir sie stalken, obwohl sie längst überführt ist, dass sie Gelder veruntreuen kann, dass sie Unterschlagungen begehen kann, Verleumdungen in einer Tour und was nicht alles. Und wenn wir für eine gute Sache ankämpfen, wird uns mit der Polizei gedroht. Tja, liebe Leute, willkommen in der Jever Ikbebaie Stadt. Ja, Dortmund ist eine schöne Stadt, die auch viele korrupte Behörden hat. Tja, was sagt denn die Führerin dazu? Oh.